Wir alle begrüßen in unserem wunderschönen Schwalbach-Wimbachtal. Ich bin übrigens das erste Mal hier, muss ich sagen, ich komme hier dran vorbei. Wir haben eine wunderschöne Anlage und ja, die wahren, stillen Helden dieser Stadt. Familie Haller, Frau Haller und Herr Haller. Das wäre die Stadt ohne so viel Ehrenamt, so viel Engagement und so viel Herzblut. Und der lange Weg, nämlich die Rutsche, mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer fantastischen Hilfe zu realisieren, zeichnet natürlich auch die Güte unserer Stadtgemeinde. Mein herzlichen Dank an all die Spender, die hier sind. Ich sehe Rainer Schwarz von der Sparkasse und bin ja auch selber Mitglied in der Bürgerstiftung. Viele andere, die heute hier zusammenstehen, die mit dazu beigetragen. Aber den größten Teil, Frau Haller, haben Sie beide gemacht, auch die Initialzündung. Ja, wir wollen hier das Freibad nämlich nochmal verschönern mit einer Aktivität, mit einer Rutsche. Und ich bin sehr, sehr froh. Ganz viele Kinder, die hier schwimmen gehen, ganz viele Familien. So funktioniert eine Stadt. Und wenn wir dann noch gute Fahrradwege haben, dass wir mit dem Fahrrad hier hinkommen, da sind sie nämlich auch noch aktiv in der Balkantrasse. Mein herzlichen Dank von Seiten der Stadt Leverkusen, von den Bürgern und Bürgern für das Engagement. Machen Sie weiter so. Und wenn was sein sollte, jederzeit bin ich für die Tür anstrengen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich soll jetzt auch was sagen. Rede habe ich nicht vorbereitet. Also ich erzähle mal kurz zu der Geschichte, wie das Ganze jetzt gekommen ist. Wir sind ja im Vorderfreien Balkantrasse aktiv. Das hat sehr gut geklappt. Wir haben dieses Jahr fünftes Eröffnungsjahr. Nächstes Jahr haben wir dann wieder eine Feier für das restliche Stück. Und ja, da ist meine Frau ein bisschen übermütig geworden und hat gesagt, naja, wenn das da so gut klappt, dann können wir noch was machen. Und mir fehlt eine Rutsche. Also es gibt ja da eine Rutsche, aber die ist nicht wirklich groß. Also ich hänge. Genau. Also hat sie sich überlegt, wir könnten noch eine Rutsche sammeln. Hat sie mir vorgeschlagen. Und wir haben dann auf unserem 50. Geburtstag angefangen zu sammeln. Schon mal, obwohl wir das noch gar nicht so richtig geplant hatten. Da kam schon das erste Geld dann zusammen. Unter anderem von meiner Schwiegermutter, die hier irgendwo steht. Die war eben hier. Dann ist meine Frau an den Sportpark herangetreten. Nee, erstmal an die Bademeister. Die an die Bademeister, ja, stimmt. Die Bademeister muss man auch fragen, ob die überhaupt sich so ein Ding ans Bein binden wollen. Aber die fanden das gut und dann eben an den Sportpark. Und auch der Sportpark, naja, die haben erstmal gesagt, was sind das für komische Leute. Okay. Haben uns nicht dann, ganz ernst genommen. Da kann man sich nicht daran erinnern, oder? Nee. Aber die gesagt. Nee. Dann, wir hatten schon mal eine Preisanfrage bei so einer Rutschenfirma gestartet und so ein bisschen geschätzt zusammen mit dem Sportpark. Und so sind wir dann eben auf 75.000 Euro gekommen als Kosten für die Rutsche. Und ja, Sportpark hat zugesagt, das ganze Ding dann aufzubauen, so mal eben. Mal eben. Und wir hatten die Hoffnung, vielleicht ein bisschen blauäugig, nach einem Jahr haben wir das Geld zusammen und die Rutsche steht. Wir haben nämlich vor zwei Jahren dann hier normal auf einem Pressetermin zur Eröffnung der Freibad-Saison gestartet, 2017. Mit dieser wunderschönen kleinen Rutsche, die uns ein Bekannter gebastelt hat, als Spendenrutsche. Und rufe das gleich zu. Und ja, dann haben wir eben angefangen zu sammeln. Wir haben eine Internetseite gestaltet. Wir haben Briefe verschickt, E-Mails verschickt. Wir haben potenzielle Sponsoren angeschrieben. Sparkasse, Sparda-Bank und Bürgerstiftung, GBO, Ortladen Plus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Bezirksvertretung. Volksvertretung, Bezirksvertretung, genau, die Bezirksvertretung. Volksvertretung. Werberin Lützenkirchen. Nee, sie hat uns auch gefreut, dass Frau Ludwig von der Montanus Realschule uns angeschrieben hat. Sie würde gerne sammeln an der Schule. Irgendwann kam mal so ein etwas enttäuschtes E-Mail, ja, das läuft nicht so gut. Dann haben wir zurückgeschrieben, ja, bei uns auch nicht. Es gab eine Verlängerung, aber die Montanus Realschule hat jetzt also es auch geschafft, 750 Euro zusammenzubringen. Das ist nämlich 1% der Gesamtsumme und wir haben gesagt, ab 1% der Gesamtsumme ist auch die Möglichkeit, auf die Spendentafel zu kommen. Die Spendentafel ist jetzt noch nicht fertig. Wir haben so eine vorläufige hier als Roll-up. Da aber ja noch ein wenig Geld fehlt, wir sind erst bei den 62.000 Euro, haben wir jetzt entschieden, wir sammeln noch bis Ende der Freibad-Saison und vielleicht findet sich noch ein Großspender, der gerne mit auf die Spendentafel möchte, die dann kommt.
Ja, und so haben wir gesammelt. Wir haben auch Familien, die hier gespendet haben, Familie Heeskamp. Taschengeld. Die Kinder haben es vom Taschengeld abgezogen bekommen, genau. Streit in der Familie. Nee, überhaupt nicht. Und natürlich haben wir auch diverse Spender, die wir jetzt nicht alle persönlich eingeladen haben, weil sie eben nicht diesen Schwellenwert überschritten haben. Und wir haben auch tatsächlich mit dieser Rutsche fast 2.500 Euro eingesammelt. Das funktioniert. Ich habe immer schön Kleingeld gezählt. Das hat Spaß gemacht, ja. Und so sind wir jetzt nach 2 Jahren zur nächsten übernächsten Freibad-Saisoneröffnung und haben hier eine wunderschöne Rutsche. Die ist etwas größer geworden, als wir sie ursprünglich geplant hatten. Wir hatten also 9 Meter Länge, 2 Meter Breite angefragt. Jetzt ist sie 11 Meter lang und 3 Meter breit geworden. 4 sogar? Nein, 3 Meter. 3 Meter. Okay. Wir hatten seinerzeit geschrieben, wenn es mit der Rutsche nicht klappt und nur das halbe Geld zusammenkommt, dann sammeln wir für eine Wasserkanone. Das war ein Vorschlag vom Sportpark. Wir haben aber gleich gedacht, eine Wasserkanone, da steht man drunter. Hier kann man mit mehreren gleichzeitig runterrutschen und das ist ja eigentlich der richtige Spaß. Und deswegen haben wir gesagt, Wasserkanone, steht zwar noch auf der Internetseite, wenn es noch sehr viel mehr Geld geworden wäre, hätten wir noch dazugestellt. Ist das nicht. Jetzt haben wir also eine schöne Rutsche. Und wir freuen uns, dass wir was für die Stadt tun konnten, dass hoffentlich damit hier auch noch mehr Besucher ins Freibad kommen und alle Spaß dran haben. Das ist eigentlich die Hauptsache und deswegen hoffen wir, dass sie jetzt auch ordentlich angenommen wird, dass das Wetter so wird wie letztes Jahr. Das gehört natürlich auch. Ja, vielen Dank für alle, die uns unterstützt haben. Von der Technik. Ja, das mal eben aufstellen, das wollen wir noch mal eben beschrieben haben. Genau, also technische Seite. Was man jetzt hier sieht, ist ja das, was oben ist. Unten drunter ist natürlich auch jede Menge. Wir mussten ziemlich viele Erdbewegungen hier durchführen. Wir haben jede Menge Fundamente verbaut. Blitzschutz, Elektroleitungen, die ganze Technik musste irgendwo installiert werden, um überhaupt mal die Voraussetzungen für den Betrieb einer Rutsche zu ermöglichen. Das Einbringen der Rutsche war auch abenteuerlich. Ohne Schwintech, den möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen, ist das gar nicht möglich, so ein elementares Teil hier schadlos über diesen schönen Park hinaus dorthin zu stellen. Kann man übrigens Fotos auf unserer Internetseite sehen. Genau. Und groß und ganz sind wir sehr zufrieden. Wir haben den Zeitplan eingehalten. Ich habe ja dann hinten raus immer so einen Angstmonat eingebaut, ohne dass die anderen das wussten. Und das hat sich auch Gott sei Dank als wie immer als richtig erwiesen. Insofern haben wir tatsächlich am Donnerstag wieder den letzten Spatenstich getan an der Außenanlage und können heute auf diese schöne Anlage schauen. Und ich hoffe genau wie alle anderen auch, dass sie angenommen wird. Davon gehe ich auch fest aus. Die ersten lauern ja schon und warten darauf, dass wir sie in Betrieb nehmen. Und deswegen würde ich vorschlagen, lassen wir das auch machen. Genau. Ja, schmeißen wir die Rutsche mal an. Ja, der Schalter ist in dem Häuschen. Der hat den Schalter, der Bademeister. Und dann dürfen wir da jetzt hoch, muss ja den Notschalter. Wir müssen da jetzt alle hoch. Genau. Der TÜV hat die Anlage abgenommen, also es ist alles in Ordnung. Gut. Mal sehen, wie es gleich läuft. Ja. Ist der TÜV gerutscht? Der ist auch gerutscht, ja. Hey. Ja, der rutscht. So, jetzt kommen die Cracks, die zeigen jetzt mal wieder die. Funktioniert! Die Rutsche ist natürlich schon ein bisschen schneller. Ja, die ist noch lang. Ja, das Jan, Alter, jetzt weißt du, warum wir das gemacht haben. Ja,
hört die Sirene. Ja, das war die Lorelei. Ja, das war die Sirene. Das war ein bisschen leise. Mach jetzt noch mal lauter. Man sollte sich mal hören. Ja, es ist nass, bis hier. Hör mal, Markus, Opram plus rutscht nicht. Nein.